Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Wir liefern gerade Holz an für unser Sägewerk. Mal schauen, ob wir schon, hier an Holz. Damit wir genug produzieren können. Fast 300.000 da. Paletten haben wir auch schon 700.000. OBS und Sparplatte ist auch schon zugenommen. Retterplatte auch. Und Hackschnitzel, gut, das brauchen wir eh für unsere Tierproduktion. Also, das läuft schon mal. Es reicht aber nicht. 300.000 ist, ich glaube, 1 Million geht rein. Da werden wir noch mal einmal zum Holzplatz fahren und dann noch mal kräftig schuften. Heute haben wir ein paar Bäume fällen, ne? Ein paar. Den Rest vom Wald, ne? Ja. Ich meine, wir können auch Folgendes tun. Wir können auch heute mal sehen, dass wir heute Bäume pflanzen. Das heißt, dazu brauchen wir erstmal ein paar Setzlinge. Da fahren wir zum Hof den Traktor in den LKW. Ne? Also. Wir werden mal die Strohballen nochmal wegholen. Das ist ja. Bevor mal Regen gibt, ne? Dann geht los mit Stress. So, das heißt, wir werden den Anhänger erstmal abstellen. Und zwar neben den Anhänger für Paletten und für Ballen. Und dann werden wir gleich mal die Strohballen holen. Dann kaufen wir gleich. Ja, dann die Strohballen gleich reinbringen. Ein Futtermischer, dann werden wir gleich die restlichen Silageballen, die im Hof sind, auch da rein tun. Und dann werden wir zum Sägewerk, zum anderen BGH fahren, wo noch ein paar Ballen rumschwirren, ne? Die werden wir auch noch gleich holen. Und die dann auch entsprechend dann da reingeben. Dann brauchen wir erstmal keinen Dings kaufen, keinen Wasserwagen für unsere Produktion. Denn dieses Jahr werden wir da, denke mal, nichts brauchen können. Weil die Produktion wird ja irgendwann zu Ende sein. Wir wollen ändern, und zwar auf Ballen. Ah, die runde Ballen, ne? Laden wir gleich auf. Ob es nicht weniger geworden, das kann natürlich auch schon sein, ne? Das wäre natürlich äußerst unangenehm, aber gut, das wäre selbst schuld, ne? Können wir angucken, noch können wir es sehen. Mal so machen. Ausschneiden, das können wir auch. Objekt zu schwer, ja, könnten wir sehen, wie viel da drin ist, wie viel Stroh noch drin ist. Schau, ist schon weniger geworden. 2800. Ja gut, wie gesagt, selbst schuld. Das sagen wir 4000. Aber wenn sie so rumstehen, ne, das wird dann... das ist halt so, ne? Die verrotten halt, ne? Ich meine, so gepresst, mal dazu sagen, ist es relativ wenig, weil durch die Pressung kommt kein Wasser rein, ne? Da läuft das förmlich ab. Und so ein Strohballen, das braucht schon eine Weile, bis er sich auflöst, ne? Also in der festen Form, ne? In der losen Form, also geht schneller. Wo ist das Ding überhaupt? Hinter mir? So, wir sind entsorgt, in Anführungszeichen, ne? Also hier haben sie verwertet, sagen wir so. Jetzt haben wir ein bisschen Silageballen. Wir könnten auch Silage von holen von der BGA, aber ich sag mal, den Kühen ist Grassilage lieber. Hat mir mal ein Kollege erzählt. Wenn du die Kühe das vorlegst und da ist die Silage bei von
von Mais und Gras, dann fressen sie erst das Graszeug. Ist auch verständlich, weil ich sag mal, das sind ja eigentlich Grasfresser, ne? Keine Mais, ne? Ah, Zett. Wie passt nicht mehr rein? Dann beim nächsten Mal, ne? Stroh war drin, Heu. Ja, die Silage ist voll. Und gut, wenn ja die 90.000 Heu verarbeitet sind, dann ist es auch die Silage weg. Oh, sind ja auch 10.000 Liter Fässer. Das ist ein bisschen anders, ne? Als 4.000. Das sind Spezialballen, gepresst, extra gepresst, ne? Also ne, nicht wundern. Das ist ein Mod, da kann man sich einstellen. Von ganz wenig bis ganz viel. Ich habe die Mitte genommen, 10.000 bei der Einpresse. Ja, mit meinem Tackle haut nicht ganz hin, muss man eigentlich einstellen. So, jetzt fahren wir zu einer BGH und holen da die Ballen noch, aber nicht für Futtermisch, sondern für halt für, ja, für die BGH, ne? Wenn dich da rangehen, ne? Auf den Sound hören, ne? Hätten wir abbiegen können, dürfen, müssen, wollen. Nehmen wir die Kreuzung hier. Geht auch. Ja. Jetzt ist mittlerweile Folge Nummer 9. Zieht sich etwas hin, aber gut. Das ist immer so nach der Woche mit der Nachtschicht, Spätschicht. Nachtschicht sag ich mal. Das ist etwas. Ja, der halbe Tag Freitag fehlt mir. Ne? Also Freitag normalerweise um die Zeit. Ja, Name das kann man schon viel, viel mehr machen, als wenn man sich denkt, ne? Okay, noch ein bisschen mehr als nur einen anderen. Auch einen halben vielleicht, ne? Nehmen wir zwei mit. Kann die BGH auch noch ein bisschen was bringen, ne? Geldmäßig. Und wir können Schulden zurückzahlen, ne? Nicht weil wir wollen, aber wir müssen irgendwann mal auch mal die Schulden. Sonst haben wir die Zinsen wieder zu bezahlen und das ist dann irgendwie schlecht, ne? So. Und jetzt kann ich arbeiten. Für mich. Überlegen. Ich wollte Paletten kaufen für Bäume. Ob ich jetzt die große drauf habe, mal sehen. Für 2200, also. Ich habe das Zeug zum. Ja, das ist nicht so gut, das macht sich nicht gut. Bisschen lang das Geschoss hier. Gebäude fand ich immer so schön. Wo wir gerade vorbeigefahren sind. Wo wir kaum gesehen haben. Hatte ich irgendwo mal als Foto genommen. Für den Kanal. Ganz am Anfang. War schwierig. Das Foto bearbeiten kriegt auch nicht ganz richtig hin. Muss ich auch noch ein bisschen üben. Testen, üben, rausfinden, wie es geht und so. Ja, wird schon 2:45 im Spiel. Es wird schon schummrig, ne? Und talken wird es auch nicht, ne? So, fahren wir mal zum Händler und holen ein paar Paletten Setzlinge für Bäume. Schauen wir mal, vielleicht können wir noch pflanzen. Wenn es auch trocken und plus gerade bleibt. Dazu müssen wir hier anhalten.
Dann nehmen wir unseren Händler rein und sagen guten Tag. Gut, nicht da, dann machen wir es online, ne? Gehen wir hier am PC ran, ne? Ups. Und da gucken wir nach Paletten. Das sind 20 Stück. Ich habe die Glatzeug nicht drauf. Na egal, dann kaufen wir mal 10 Stück. Ja. Das heißt, 10 mal klicken. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wann habe ich nicht genug Geld? Was haben wir denn schon gekriegt? So. 1, 2, 3, 4, 9, ne? Ah, da wird es reichen. Heute Nacht gibt ja wieder Geld, ne? Rundballen haben wir aktuell drin, aber wir ändern auf Paletten. Das geht, weiß ich nicht. Paletten, Holzpaletten, Eiertanks. Baumwolle, Palets. Schau mal, ne? So, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passt doch. Haben wir die richtig gezählt? Mit der Wald bisschen grüne. Habe ich die Maschine auch da? Oder ich verscherbe, ich weiß gar nicht genau. Beides wird schlecht. Müssen nicht mehr pumpen. Vielleicht reicht er noch, mal sehen. In meiner Serie hat er immer Holz, ne? Das kann er mal arbeiten. Die Nacht garantiert auch und die anderen können auch arbeiten. Mein mehr Rohstoff haben wir sowieso nicht. Getreide haben wir nicht mehr, also Weizen oder Gerste haben wir nicht mehr. Hopfen ist auch auf dem Lager alles raus. Wasser haben wir aufgefüllt, also von daher haben wir erstmal genug. Die Maschine ist da. Gut, haben wir Glück gehabt. Ich dachte schon, wir haben nichts. Aber Traktor haben wir nicht da, ne? Wir haben sogar zwei. Das heißt, wir können einmal zwei setzen. So. Z und aus. Jetzt holen wir uns einen Traktor für Pflanzen und einen Traktor für. Also, ein Traktor allgemein. Wo wir beides machen können. Ne? Also bearbeiten. Er hat ja hinten schwer zu ziehen, ne? Aber der kann vorne nichts machen, ne? So, der hat vorne auch. Der hat nicht sauber. Das Gewicht hier hat nicht. Das wäre der größte, ne? Repariert? Ja, gut. Da mal hinten. Aber da können wir nicht die gut ziehen, die anderen, ne? Die Bäume können wir auch mit dem fräsen. Die restlichen Bäume, ne? Die Fräse ist da und wir werden mal hinfahren. So, Timer läuft nicht. Gut, okay, dann müssen wir aufpassen jetzt hier. Also hinfahren zum Sägewerk und schauen, ne? Das wird die Folge dann beenden. Dann wird es garantiert zu lang. Und dann was trinken holen mit Durst. Dann können wir Bäume pflanzen und dann später mal noch Holz fällen. Müssen wir sowieso machen, Holz fällen. Also
Wenn ich heute dann morgen, also im Winter auf jeden Fall, einen Tag hätte man sicherlich die Kühe versorgen müssen und die Schweine. Wahrscheinlich auch umstallen, mal sehen. Soll ich noch ein bisschen warten? Ich überlege mir noch, ob ich einen größeren Stall bauen werde. Da sind wir uns aktuell kein Geld für haben. Und dann werden wir sehen, bald die ersten Schweine zum Schlachthof bringen, den ich ja nun bald geplant habe. Ne? Das ist ja das ganze, naja, Problem nicht, aber das muss halt irgendwann gemacht werden. Ne? Denn morgen, also ich rede mal von Ingame morgen, ne? Also morgen können wir nochmal Bier verkaufen, 2 Ladungen bestimmt. Verpackung verkaufen, Papier sicherlich, im Baumarkt. Vom Sägewerk die OBS-Platten und Sparplatten. Paletten behalten wir. Bretterpaletten können wir auch verkaufen. Ja, dann haben wir schon mal viel erreicht. Ne? War alles noch verpackt. Ist er wieder verpackt? Der eine ist draußen, der andere nicht. So, hier wird es ja schon eng, ne? Leute, was parkt ihr ungünstig heute hier mal, ne? Ich muss hier arbeiten und hier nicht hier. Überall aus. Die Straße kann man nicht parken. Ein Parkplatz bitte. Gibt doch gar nicht. Nee, nee, nee. Die Leute auch. Und sie ist kein Arbeiten. Alles parkt hier, aber keine Arbeit. Die saugen mit alle Kaffee. So, da sind wir. Bäume sind da. Ja. Wurden geliefert. So. Müssen wir aufladen, ne? Ich muss dringend den anderen Mod besorgen. Das ist ja. Cheat. Oh, noch 20 Bäume. So. Also, 20, her damit. Hier stehen die ersten 20, ersten Reihen. Stehen noch einige. Hier stehen noch einige. Gut, dass die keine Kollision haben, ne? Kann man auch durchfahren. Muss ich ein bisschen mehr nach links fahren und nicht zu eng pflanzen. Diesen Mack hat nicht zu eng, den wächst hat nicht. Die anderen beiden haben Probleme kriegen. So. Beide aktiviert. Achso. Wieder. Rein in die Erde. Werden dann die Hütte stehen lassen. Hm.
Na, Abstände sind jetzt ungünstig, glaube ich. 5 Meter? Ja, das müsste gehen normalerweise. Fünf Meter müsste gehen. Hier hat der Förster seine Pausenbude. Oder ist der Jäger hier? Für seine Liebschaft. Weiß man's? So, nächsten 10 Bäume. Gut, dass wir ja, ne? Im Winter für sowas Zeit haben. So, 3, 2, 1 und aus. Waren die ersten 40 Bäume. Bin ja gespannt hier, ob das irgendwann wächst. Oh, die vier Stunden sehe. Ja, warum verrotten die eigentlich nicht, ne? Das wäre doch schön, ne? Baumstumpf nach 7 Jahren verrottet. Ah, das wäre zu einfach, ne? Shit, kommen wir nicht ran. Wir müssen anders fahren. So, liebe Schauer, da seid ihr, überzogen. Also mal Tschüss und winke, winke. Wir machen gleich weiter mit Holz pflanzen, ne? Also Bäume pflanzen. Ich danke fürs Reinschauen. Tschüss, bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.